So, okay, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Wir sind wieder da, Rise of the Tomb Raider. Und wir sollen jetzt hier rüber, um die zweite Kiste zu finden mit dem griechischen Feuer. Gar nicht so einfach, aber wir geben unser Bestes. Eventuell dürfen wir das griechische Feuer dann sogar mitnehmen. Das wäre toll. Ja, das eine Gefäß werden wir noch finden. Da geht's nachher runter. Runter will ich aber noch nicht. Und sie wird natürlich nichts anderes sagen, als ich brauche noch ein Gefäß, ich brauche noch ein Gefäß. Und dann braucht sie noch ein Gefäß. Man kann ja nie wissen. So, Granatenfall herstellen ist durchaus drin. Das sollte ich vielleicht mal wieder tun. Ja, ist ja gut. Können nicht mehr als drei tragen, das reicht auch. Das sollte den Weg etwas frei machen. Ist das Ding kaputt? Ja, sehr schön. Gut, dann können wir das Ding nämlich runterfließen lassen. Und dann geht es automatisch hinten rum. Aber dann, nee, dann muss ich es ja rüberziehen. Haha. Siehst du, wir sind ja nicht doof, ne? Bevor wir etwas machen... Ja, ist doch gut. Bevor wir irgendwas machen, werden wir uns hier erstmal ganz in Ruhe umsehen. Aber ihr merkt selber, wir kommen schon gut voran. Das kann ich nicht einfach so aufmachen, da muss ich von der anderen Seite hin... An der anderen Seite. Vielleicht geht das so. Ohne, dass wir noch irgendwas Besonderes machen müssen. Komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, das Gefäß holen wir später. Erstmal werde ich hier noch weiter gucken. Da ist bloß Erz. Und da ist nichts. Okay, gut, weiter. Swoosh. What? Ich glaube, da soll ich noch gar nicht lang, oder? Ich versuch's einfach mal. Komm her! Gute Nacht. Wir können auch weiter unter Wasser bleiben und alle anderen runterholen. Lautloser Kill Nummer 1. Noch sehen sie uns nicht. Lautloser Kill Nummer 2. Was? Wer hat mich? Ach du. Bist du weg? Ja, das wirst du, wenn er so weitergeht. Oh. Beweg dich nicht so viel. Ich muss dir in den Kopf schießen. So ist gut. Gute Nacht. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, ist doch gut. Das sagt sie jetzt die ganze Zeit. Das ist total nervig gestaltet, gemacht und getan. Nicht schön. Aber wer weiß, vielleicht sind hier noch versteckte Dokumente oder ähnliches. Schwefel. Von hier aus kommen wir bestimmt hinten rum. Für das griechische Feuer vorbereitet haben. Garantiert. Da oben geht's hoch. Na gut, dann gehen wir erstmal hoch. Hier scheint nichts weiter zu sein. Verlassen wir uns einfach mal darauf, dass das so ist. Ja, ja. Da oben kommt man noch hin und her. Ah, und hier kommen wir... Was soll ich denn damit? Weg damit. Da kommen wir durch. Sehr nice. Aber was soll ich hier? Sie lässt uns nicht in Ruhe, nein. Mit ihrem ollen Gefäß. Mehr ist sie nicht. Wir könnten noch hinten rum. Na, was haben wir hier noch Schönes? Ein Dokument? Nee, eine Karte. Ah, wunderbar. Dokumente und Wandgemäldepositionen wurden enthüllt. Das ist gut. Wenn wir jetzt mal so gucken, wir haben alles so ziemlich in der Nähe, das geht. Schwuppdiwupp. Einmal herumschauen und das ist das, was ich vorher freischalten wollte. Jetzt kommen wir da auch hin. Oh, verdammt. Ah, ich habe mich schon gewundert, was soll das Zeichen hier am Boden, aber das war die Falle. Das Feldzeichen der Armee. Nice. Ist
wurde für gewöhnlich über einer Flagge befestigt und von einem Fahnenträger getragen. Wunderschön. Gut, jetzt müssten wir alles soweit haben. Unten ist zwar noch was, aber das können wir später holen. Jetzt sind wir auch wieder hier. Überlegen, überlegen. Ich muss hier sowieso runter. Können wir auch gleich mal hier oben gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Kann ich es irgendwo befestigen. Das wirst du schaffen, Puppy. Aber du solltest dich immer schön umgucken. Es könnte überall noch was liegen. So wie dieses Dokument. Vorratsschuppenartikel erhältlich. Suchen Sie den Schuppen auf, um Gegenstände mit byzantinischen Münzen zu bezahlen. Griechisch ist fast auf der letzten Stufe. Auf Stufe 7. Wir sind fast durch. Oh Gott. Und da unten muss ich jetzt hin. Das nehmen wir mit. Dankeschön. Und jetzt kümmern wir uns um das Fass. Ich muss es vom Feuer fernhalten. Hier scheint alles sehr schnell in die Luft zu fliegen. Befestigen. Ja, doch. Guck dich bitte in Ruhe um. Verpasse bitte nichts. Was ist das? Erz. Na gut, okay. Kann ich gebrauchen für die Granatenpfeile. So, und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir uns kümmern. Erst einmal Nummer 1 geht nicht. Muss ich weiter zur Seite. So. Und dann das Fass. Anschießen, reinstecken. Hoffentlich klappt das so. Ja. Juhu. Geschafft. Und wieder 150 Erfahrungspunkte dazu bekommen. Vorne liegen noch Münzen, die nehmen wir vorher noch mit. Nein, du sollst es fast nicht ziehen, du sollst es in die Luft sprengen. Okay, ich glaube, die haben mich lieb. Flucht aus dem Archiv. Schneller, Puppy. Vorsicht, hier fliegt alles in die Luft. Da kann ich auch nicht mehr lang. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Hier geht's gar... Da oben. Komm schon. Oh, du bist aber auch unbeholfen manchmal. Das Blöde ist, dass ich sie steuere und dementsprechend ich auch derjenige bin, der unbeholfen ist. Oh, verdammt. Hier wird nichts rumliegen. Einfach laufen. Was? Ich glaube, da war irgendwas zum Schwingen. Müssen wir nochmal probieren. 500 Erfahrungspunkte. Weil wir gestorben sind, oder wie? Ach, da. Silber schwingen. Ist ja gut, ist ja gut. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Die scheinen irgendwas beschützen zu wollen, was wichtig ist. Das freut mich natürlich für die. Aber wir sind nun mal Lara Croft. Wir können alles. Ja, war klar. Das kennen wir schon von den früheren Teilen. Gott. Ich habe gar nicht gesehen, dass das zur Seite schwingt. Okay, fast geschafft. Naja, alles fliegt in die Luft. Du sowieso. Und jetzt nichts wie raus hier. Es wird nochmal wehtun. Jacob, ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank, es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Dieses Mannsweib. So, auf geht's, komm. Nichts wie weg von hier.
Schön, dass wir ewig unter Wasser bleiben können mit dieser Atemmaske. Auch wenn wir es nicht müssen. Sonst ist hier wirklich gar nichts. Das gehört wahrscheinlich alles schon gar nicht mehr zur Kathedrale. Es gibt auch nichts, was irgendwie glitzert, was irgendwo rumsteht. Nee. Okay, na dann. Weiter geht's. Rechts geht's nicht lang, gehen wir links. Ja, kurze Erklärung. Ich wollte eigentlich vom letzten bis zu diesem Part noch ein paar Schweine sammeln. Aber unglücklicherweise konnten wir uns nicht porten. Und deswegen hatte ich keine andere Wahl, als jetzt erstmal weiterzumachen. Wir mussten tatsächlich erst einmal rauskommen. Ist klar. Wenn man nicht rauskommt, kann man auch nicht porten. Sehr schön. Teil voll Automatikflinte. Hört sich toll an. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Der gute Jonah, den werden wir bald wiedersehen. Hoffe ich doch. Und ich hoffe auch, dass er nicht stirbt. Denn im letzten Teil war er ja einer derjenigen, der uns begleitet hat. Der mit auf der Endurance war. Der dicke Mann. Ich glaube, der war Koch, ne? Ein komischer Koch. Mit leicht hawaiianischen Attitüden. Was war das? Weitere 200 Erfahrungspunkte und wir sind wieder im geothermalen Tal. Gott sei Dank. Wir haben ein neues Herausforderungsgrab gefunden, finden noch das ein oder andere, was im Boden versteckt ist und verabschieden uns jetzt hier. Ach Gott, nee, von der Kathedrale. Lara. Moin. Gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt, aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können Ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir Ihnen vertrauen können. Ganz toll. Finden Sie den Weg. Das werde ich später versuchen. Jetzt muss ich erstmal hier hoch gucken, ob hier noch irgendwas Wichtiges liegt. Ja, tatsächlich, ein Dokument. Ich habe unseren Feind unterschätzt. Ich nicht. Ich wusste ganz genau, was auf mich zukommt. Jede Menge Ballerei. So, auf die andere Seite. Hier nochmal umschauen. Immer schön auf Glitzerzeug achten. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier war noch irgendwo Glitzerzeug, das man später looten konnte. Außerdem gab es hier irgendwo auch ein Lagerfeuer. Wofür der Ast da war, weiß ich aber auch nicht. Da ist es. Das habe ich gesucht. Oh, und da komme ich durch. Warte mal. So. Ja, so geht man durch. Ach Gott, das ist ja gar keine Höhle. Aber immerhin, ein Relikt. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Das kann durchaus sein. Der Knochen kann Griechisch. Wie schön. Eine Karte. Wieder mal. Geheimnis entdeckt. Dokument und Wandgemäldepositionen. Hier hat es eben geblitzt, geblinkert. Da. Und es ist... Ah, Bergungsgut. Immerhin.
Jemand anders hat so, jetzt dürfen wir uns garantiert wieder porten. Angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. So, damit haben wir unsere ersten Expertenfähigkeiten freigeschaltet. Das ist wunderbar. Auch endlich die Weiße Witwe kann wieder erweitert werden, dadurch, dass wir die tollen Fälle gefunden haben. Und eingekerbte Aufnahme ist auch mit drin. Ah, für die Schussfrequenz oder Haltezeit. Ich glaube, die Schussfrequenz reicht. Die Haltezeit ist schon echt lang. Eingekerbte Aufnahme. Sehr nice. Na, wir können noch mehr aufstufen. Warte mal, bei den Pistolen. Nicht meine. Aber die Pumpgun, die kann noch. Was will die haben? Drei Fälle und jede Menge Bergungsgut für Nachladegeschwindigkeit. Bitteschön. Der Laufmantel. Okay. Schauen wir mal, wie wir runterkommen ins Tal. Ach, guck mal. Hier ist sogar noch eine Platte. Geschafft. 4 von 8. Na, nicht, dass da ganz oben auch noch welche sind. Das würde mich zwar nicht wundern, aber schön ist es nicht. Schön ist was anderes. Was ist das? Bergungsgut. Auch schön. Nun gut, dann runter. Sie macht ihren Tauchsprung nicht. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht mag sie mich einfach nur nicht. Das kann natürlich durchaus sein. Und wir könnten uns jetzt den Herausforderungsgräbern widmen. Auch denen aus dem ersten Gebiet. Ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Jetzt werde ich mich definitiv erstmal den Schweinen widmen. Und dann sehen wir uns. Bis gleich.